Heil uns allen. Wir sind alles heilbar. Heilbar, nicht kaputt. Wir sind heilbar. Nicht in Sünde, nicht Gesundheit. Wir sind heilbar. Heil uns allen. Nicht Heilführer, nicht Heil Cäsar. Heil der Schöpfung. Heil ist eine Ganzheit. Warum wir nicht wählen sollten oder warum es Schwachsinn ist zu wählen. Und das sind keine Fake News, die ich jetzt hier bringe, sondern Fake News sind es, wenn wir Medien haben, öffentliche Medien, die uns was von staatlicher Deutschlandhoheit erzählen. Und wenn wir nachgoogeln, dann sehen wir, das ist eine Firma. Also wählen wir Manager und keine Sprecher. So, das war das Erste. Das Zweite ist, die Schere, die geht ja immer noch auf, immer noch weiter auseinander. Die Schere zwischen Arm und Reich oder zwischen kleiner Arbeiter und gieriger, regierender. So, jetzt werde ich mal zur Sache kommen, warum ich jetzt hier heute mit einer anderen Energie stehe. Ich hatte einen Anruf bekommen und das sind keine Fake News. Erstmal möchte ich mal Trump, den Herrn Trump, erstmal ganz kurz mal erwähnen. Wenn er mal aufräumen möchte, Herr Trump, dann guck mal nach Skull and Bones. Frag mal in der Öffentlichkeit oder sag mal in der Öffentlichkeit, was sich dahinter verbirgt. Hinter Schädel und Knochen, hinter dieser Universitätselite. Skull and Bones. Worauf ich aber jetzt heute hier bin, ist Folgendes. Wir hören ja, dass die Geheimdienste in allen Ländern gegen die Völker, gegen das eigene Volk agiert. Also die Geheimdienste, die paramilitärische Offenbarung der Regierenden gegen die eigenen Bevölkerung in jedem Land. Und in Deutschland natürlich genauso. Deswegen hören wir, dass diese rechtsradikale Szene angeblich, rechtsradikal, geführt wurde und immer noch geführt wird von den Geheimdiensten. Also, sprich, wir haben, wenn wir jetzt diesen Attentäter von diesen Amri, diesen Weihnachtsattentäter mit 12 Toten, jetzt mal Nachrichten hören in der Info oder Deutschlandradio, dann hören wir im Radio, dann hören wir, dass dieser wohl ganz großer Drogenkrimineller war, beziehungsweise mit Drogen hantiert hat, aber kein Haschisch, kein Hanf, nein. Er hat andere Drogen verkauft. Und zwar, worauf ich jetzt darauf hinaus wollte, ist ganz wichtig, damit uns mal der Schleier von den Augen fällt. Und zwar ist ein Freund von mir für 5 Monate in Haft. Er hat wohl eine Frau belästigt. Er ist Deutscher, ja. Er hat eine Frau belästigt und deswegen ist er wohl in Haft. Und er hat mir erzählt, ich habe ihm am Sonntag gesprochen, er hat jemanden kennengelernt, in der Haftanstalt, eine junge Frau, sie war 32 Jahre alt, sie hieß Jenny und ist in Lübben geboren worden, oder war Lübben, aus Lübben kam sie. Sie wurde von der Polizei wegen einer Droge beim Autofahren, wo sie kontrolliert, und dann hatte sie diese hässlichste aller Drogen, so wie ich kenne, das war diese synthetische Droge, ich sag später, welches Droge das war. Das war kein Kokain, das war kein Heroin, das war das. Danke, Meth-Amphetamin. Und wahrscheinlich hat ja dieser amerikanische, dieser Weihnachtshändler, wo der Geheimdienst nochmal nachträglich diese Sachen gefälscht hat, dass es wohl leichte Drogen gewesen sind und wahrscheinlich hat er sowas verkauft. Auf jeden Fall hat diese Frau, wurde erwischt beim Autofahren und hat dann Kontrolle gehabt und hatte dann in ihrem Auto eine kleine, geringe Menge von dem Amphetamin, von dem hässlichen. Und dann wurde sie zu 5 Monate Haft verurteilt. Und diese Frau hatte Schmerzen gehabt. Und diese Frau war während der Haft mehrmals, hat sie gebeten. Die Haftanstalt ist Herr Jungrichter, der stellvertretende Amtsleiter. Und zwar, der Todestag ist der 20.05.2017 in der J-Vollzugsanstalt Spremberg.
Sie hatte über 2 Monate Schmerzen. Der Stationsarzt hatte Schmerztabletten gegeben und dieser Freund hatte sie mehrmals gesprochen. Und dann ist sie verstorben im Krankenhaus. Im Krankenhaus nicht, in der Vollzugsanstalt Fremberg. Obwohl mehrere Tage sie darauf hingewiesen wurde, dass sie mit dem Arzt sprechen möchte. Und hören Sie auf zu diskutieren, das geht Ihnen nichts an, wurde meinem Freund vermittelt, als er sagte, er möchte bitte auch, dass sie einen Arzt bekommt. Also sie hatte zwei Drittel abgesessen und der Rest wäre auf Bewährung aus. Sie wäre in 14 Tagen rausgekommen. Sie war wahrscheinlich an Nierenversagen wahrscheinlich. Ich könnte mich so nach den ganzen Dingen, die da so... Also, sie wird eingesperrt. Ich fragte, welche Nationalität ist sie denn? Nur mal so. Naja, sie ist Deutsche. Also, hier wird ein... Ich will ja nicht sagen, gegen Deutsch oder nicht Deutsch, aber seht ihr Lebewesen nicht, was hier passiert? Hier werden Menschen eingesperrt in Sachen Staatlichkeit. In Sachen Staatlichkeit und Gerechtigkeit. Die haben also bei der Verkehrskontrolle Drogen, nicht konsumiert, sondern Drogen irgendwo dabei gehabt, gell? Hässliche Drogen. Ja, dann wird sie bestraft, 5 Monate in Haft. Oder 8 Monate und davon hat sie 5 Monate abgesessen und die letzten 3 könnte sie, wenn sie noch leben würde, rauskommen. So. Sie ist verstorben, weil ihr nicht Hilfe geleistet wurde, weil sie Hilfe verweigert wurde. Ihre lebensnotwendige Hilfe. Das ist Mord. Das ist Mord. Und das ist nicht nur das, was ich in der Zeitung gelesen habe. Da lesen wir nämlich nur Scheiße. Da lesen wir nämlich nur, wir sind hier eine staatliche, anerkannte Macht. Nein, hier werden wir alle vergurkt. Und wenn wir jetzt nicht gleich aufhören, weiter zu schlafen, dann sehen wir uns in der immateriellen Welt wieder. Und ich wünsche uns mal heilsam sein, wahrhaft sein, glücklich sein, bewusst sein. Ich freue mich. Dankeschön. Genau, und ich sage noch mal kurz, was hier los ist. Hier ist ein offenes Mikrofon. Hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an den Rederahmen von 6 Minuten hält. Wenn ich euch das Handgelenk zeige, wenn ihr hier vorne steht, dann kann das sein, dass ihr nur 5 Minuten gesprochen habt. Dann habt ihr noch 1 Minute Zeit, so langsam den Ausgang zu finden von eurer Rede oder zum Ende zu kommen. Und dann kann es weitergehen. Oder ihr meldet eine Rede an, dann könnt ihr bis zu 20 Minuten hier den Raum nutzen. Und wir machen aber weiter mit dem offenen Mikrofon. Eine angemeldete Rede kommt später. Und bitteschön, das Mikrofon ist offen, hier darf jeder sprechen, der sich an die wenigen Regeln hält.